Wir reisen nach Kandy im zentralen Bergland von Sri Lanka. Die 150.000 Einwohnerstadt ist der Startpunkt einer der wohl atemberaubendsten Zugfahrten der Welt. 8 Uhr morgens. Unsere Redakteurin Anna kauft sich ein Ticket für die 3. Klasse. Für die rund 7 Stunden lange Fahrt muss sie umgerechnet gerade mal 4,60 Euro hinblättern. Vor allem durch die spektakulären Bilder, die man auf Instagram findet, ist dieser Ort zum Touri-Magneten geworden. Die meisten hier sind auch auf der Jagd nach dem perfekten Selfie. Ich habe viele getroffen, die diese Zugfahrt machen. Auch auf Instagram sind viele dieser Selfies zu sehen. Aber nicht nur viele Touris, auch viele Einheimische gehen hier an Bord. Denn auch wenn die Bahn heute als Insta-Hotspot bekannt ist, ist sie schon seit mehr als einem Jahrhundert eines der wichtigsten Transportmittel des Landes. Um wie wir ein Ticket für die 3. Klasse zu ergattern, muss man etwas Glück haben, erfahren wir. Die sind nämlich unter den Selfie-Jägern besonders beliebt, da man nur in diesen Waggons die Fenster und Türen öffnen kann. Und tatsächlich legen die ersten schon damit los. Ich frage mich, wie Leute einfach da so gechillt direkt am Rand sitzen können. Ich meine, ich halte mich hier gerade fest und für mich ist es schon wackelig. Bei Geschwindigkeiten von 25 bis 40 km/h im Bergland und sogar bis zu 80 im Flachland ist das tatsächlich lebensgefährlich. Das hält viele aber nicht davon ab, sich für ein paar Bilder aus dem Zug zu hängen. Besonders gefährlich ist es, wenn der Zug über Unebenheiten oder durch eine Kurve fährt, da man dann leicht das Gleichgewicht verlieren kann. Auch wenn es keine offiziellen Zahlen gibt, findet man im Netz Infos, dass es hier allein 2017 zu 25 Todesfällen von Selfie-Jägern kam. Statt Türen und Fenster künftig geschlossen zu halten, drohte die Regierung mit einer sogenannten Selfie-Razzia in den Zügen. Dazu kam es aber nie, erzählen uns die Einheimischen. Der Schaffner will sich dazu lieber nicht äußern. Wir lernen Asu Akai kennen. Der 81-jährige Rentner war selbst Lokführer und ist diese Strecke 20 Jahre lang gefahren. Es passieren viele Unfälle, weil die Leute auf die Gleise springen, wenn der Zug schon fährt. Oder im fahrenden Zug auf das Trittbrett steigen und sich stoßen. Wir Lokführer sehen das da nicht. Trotzdem gibt es bisher keine Sicherheitsvorkehrungen. Die Zugstrecke ist Fluch und Segen zugleich für Sri Lanka. Denn das Geschäft um den Selfie-Zug boomt und kurbelt den Tourismus an. Inzwischen gibt es sogar Tourguides, die man für die spektakuläre Fahrt buchen kann. So wie Udi, der schon seit 13 Jahren Gruppenreisen durchs ganze Land anbietet. Ein Highlight der Rundreise ist natürlich die Fahrt mit dem berühmten Selfie-Zug. Es sind schon ein paar Dinge passiert, auch in den letzten paar Monaten. Jedes Jahr passieren Dinge, weil sie keine Ahnung von der Gegend haben. Wenn man also Selfies macht, muss man immer vorsichtig sein. Obwohl er schon seit 2010 Tourguide ist, blieb er bisher von Unfällen verschont. Die Einheimischen machen im Zug inzwischen auch kleine Geschäfte. Amasinghe verkauft seit 33 Jahren Snacks in den Abteilen. Da hat er den ein oder anderen Unfall mitbekommen. Ausländische Touristen sind schon oft aus dem Zug gefallen und auf Steine gestürzt. Auch wenn sich viele der Selfie-Jäger der Gefahr durchaus bewusst sind, schreckt das hier kaum jemanden ab. Ich vertraue mir selbst. Und ich habe gesehen, dass der Zug nicht so schnell fährt. Er fährt etwa 30 km/h und es war kein verrücktes Tal oder so. Ich vertraue auf meine Kraft. Ich hänge mit beiden Händen raus. Ich denke, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und wenn man aus dem Zug fällt und stirbt, hat man es eben selbst verschuldet. Auf unserer Fahrt ist zum Glück niemandem etwas passiert. Nach 7 Stunden heißt es Endstation. In Ella steigen die meisten Touristen aus. Den Bahnhof in Ella gibt es schon seit über 100 Jahren. Aber erst in den vergangenen 10 Jahren ging es hier dank sozialer Medien so richtig rund. So kurbelt der Tourismus auch die Wirtschaft in der Umgebung an.
Nur wenige Meter entfernt entdecken wir Hotels, Restaurants und Cafés, die vom Insta-Rummel leben. Dieser Ort ist ein Segen. Es ist wie ein Flughafen. Wir sind direkt am Bahnhof. Das ist ein Vorteil. Wir haben ständig Gäste und es ist immer voll. Ein weiteres Highlight liegt um die Ecke, die Neuenbogenbrücke. Sie soll perfekt sein, um den Zug von außen ins Bild zu kriegen. Auch dieser Hotspot ist für Selfie-Jäger durchaus gefährlich. Der Foto-Hotspot liegt rund 3 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Ein langer Fußmarsch für Reporterin Anna. Von der Brücke geht es 30 Meter in die Tiefe. Zwischen Abgrund und den Gleisen sind es nur wenige Zentimeter. Das hält viele aber nicht davon ab, dort für ein spektakuläres Bild zu posieren. Sogar wenn der Zug kommt. Wann das genau ist, weiß auch hier keiner. Aber was tut man nicht alles für ein ausgefallenes Selfie? Neben Touristen, die auf den Schienen und der Brücke waghalsige Fotos schießen, entdecken wir aber auch viele Einheimische mit kleinen Ständen. Auch für sie ist der Insta-Hype um die Zugstrecke eine ganz neue Einnahmequelle. Früher gab es hier nämlich ausschließlich Landwirtschaft. Dieses Pärchen betreibt seinen Shop seit 5 Jahren. Das Geschäft läuft so gut, dass sie expandieren wollen. Wir bauen gerade ein Restaurant in der Hoffnung, dass der Tourismus in Zukunft einen weiteren Aufschwung erlebt und noch mehr Leute kommen. Zwischen den kleinen Ständen mit Getränken und Snacks entdecken wir Silva. Der 61-Jährige ist pensionierter Kunstlehrer. Seit 3 Monaten kommt er jeden Tag hierher und bessert mit Porträts und Karikaturen seine kleine Rente auf. Deutsche, Franzosen, Italiener, alle lieben es, wenn ich Zeichnungen anfertige. Ich fühle mich großartig dabei. Pro Bild nimmt er zwischen 3 und 6 Euro. Je nach Saison machen die Einheimischen hier pro Tag durchschnittlich zwischen 8 und 30 Euro. Bei einem durchschnittlichen Gehalt von umgerechnet 270 Euro im Monat ist das ein super Verdienst. Nur wenige Meter weiter, auf der bekannten Brücke, entdeckt Anna Simon, der mit uns im Zug war. Das kann man nicht vergleichen mit dem deutschen Zug. Ein deutscher Zug fährt ganz einfach. Und hier ruckelt es die ganze Zeit. Du denkst, es ist ein halbes Erdbeben. Und du denkst, der Zug entgleist gleich. Und es braucht nur einen Ruck kommen. Du bist außerhalb vom Zug und verlierst irgendwie das Gleichgewicht. Ja, hängst dich, ja, du verlierst den Halt und fällst einfach aus dem Zug raus. Und das Risiko war uns einfach zu gefährlich. Das sehen aber anscheinend nicht alle so. Denn auch an der 30 Meter hohen Brücke entdecken wir zahlreiche Touristen, die waghalsige Fotos beim Balancieren oder Sitzen am Abgrund schießen. Ist aber nichts für jeden. Nein, ich mache mir immer erst Gedanken danach. Also ich ging nicht hoch, mir war es. Ich habe etwas Höhenangst. Nach rund 1 Stunde hören wir aus der Ferne das Gehupe des Zuges. Wer wie wir auf Nummer sicher gehen will, stellt sich mit genügend Sicherheitsabstand neben die Brücke. Andere bleiben darauf stehen, um spektakuläre Außenschüsse von der Bahn machen zu können. Jetzt muss es schnell gehen, um nicht den perfekten Moment zu verpassen. Nach 20 Sekunden ist das Spektakel auch schon wieder vorbei. Die Einheimischen hoffen, dass die Geschäfte mit den Touris dank des Zuges weiterlaufen, aber in Zukunft niemand mehr zu Schaden kommt.